Leute, willkommen zu einer Folge von der YouTuber-Insel! Leute, schaut euch mal das hier an. Ich habe eine Schaufel gemacht mit Effizienz 2. Wow! Und die können es richtig schnell abbauen. Okay, ist doch nicht so schnell. Warte mal, wird mir da geschrieben, Lumex. Aber schon, wir müssen dringend reden. Was ist los? Das ist ja auch wieder online, Leute. Das ist auch ein Alpha-Clan-Mitglied. Ey, Lumex, wo bist du, Bro? Lass den Alpha-Clan-Base treffen. Okay, dann let's go, Leute. Okay, komme dahin. Oder komm zum Alpha Tower. Ist besser. Aber Leute, ihr wisst ja, Kianis hat die Burg wieder übernommen. Und ich will jetzt keinen Stress machen. Vielleicht ist er gerade da. Und wird mich sonst angreifen. Aber ich wäre jetzt eigentlich bereit zu kämpfen, Leute. Ich habe eigentlich alles am Start. Aber egal, Leute. Ich würde sagen, jetzt mal zum Alpha Tower. Und ihr wisst, Leute, das ist immer unser Standpunkt. Hier machen wir alles. Hä? Leute, lädt das nicht richtig? Warte mal. Hey! Was? Wie? Komm dahin! Feuer's oder was? Wieso ist das kaputt? Leute, wird mein Turm zerstört! Was? Das ist ja komplett kaputt, Leute! Nein! Warum? Hä? Was soll das? Wer hat mein Turm zerstört? Leute, das war mein Markenzeichen! Hier ist immer noch voll viel TNT! Ey, was ist passiert? Wir müssen jetzt alles mit, Leute! Ey! Was soll denn das? Hä? Leute, das kann nicht wahr sein. Das ist alles ein Traum, oder? Bitte nicht. Spiele ich auf dem falschen YouTube-Insel-Server, oder? Leute, komm schon, bitte. Das kann nicht echt sein. Warte mal. Nein. Wie viel ist hier kaputt, Leute? Das ist... Aua! Echt nicht wahr. Wieso macht man sowas und wer? Wen habe ich was getan? Ich war doch die letzten Folgen immer friedlich. Überhaupt nicht böse, Leute. Irgendjemand hat hier richtig viele Blöcke nach oben platziert und dann da alles gesprengt. Nein. Ihr wisst doch, Leute, ich habe da alles schön mit Glas gebaut, die Base. Ey, das kann ich jetzt vergessen. Wirklich ehrlich. Was soll das? Ich muss mit Lumex reden. Komm, einfach trauer. Aber das bestimmt. Wo steckt der? So, Leute, ich weiß noch mal schnell. Da haben wir eine Ender-Chest. Da haben wir noch mal ganz viele Totems geholt, weil ich glaube, es wird richtig ernst. Hey, da ist der. Hallo. Yo, was geht, Alpha? Lumex, sehr schöne Rüstung hast du da. Jo, hab ich mir neu gemacht. Guck mal, ich hab mir auch extra dazu passenden Skin gemacht, Bro. Wow, für Alpha Clan! Ja, Alpha Clan! Alpha Clan! Lumex, ist ja abzulügen und zu schauspielen. Was hast du mit meinem Alpha Tower gemacht? Ich weiß es! Nein, warte mal, ich hab den nicht kaputt gemacht. Du hast ihn gerade im Chat erwähnt, du hast geschrieben, hier Alpha Base, Alpha da und der Tower ist kaputt. Du warst das! Wo willst du das sonst wissen? Ich wusste das auch nicht. No joke, ich schwöre auf alles, ich war das nicht, Bro. Warum soll ich das kaputt machen? Wusstest du das? Wie hast du das gesehen? Das weißt nur du. Niemand hat mir das gesagt bis jetzt. Ich hab das eben erst gesehen, Alpha. Ich schwöre, Bro, sei nicht so böse zu mir. Lumex, ich weiß, dass du das weißt. Du warst die letzten Tage nicht online. Du warst schon sehr auffällig, sag ich ehrlich. Hör auf, so zu reden, Alpha. Pack den Bogen weg. Lass mich ausreden. Ich vertraue dir gerade nicht. Pack deinen Bogen weg! Okay, ich pack ihn weg, Bro. Lumex, pack den Bogen! Warum isst du Goldäpfel, Lumex? Darf ich keine Goldäpfel essen? Nein, Lumex, darfst du nicht. Hey! Pack den Schwächetrank weg! Warum kämpfen wir jetzt? Lumex! Warum willst du dir die Luft jagen, Mann? Ich will nur reden, Lumex! Deine Reden kenne ich, Alpha! Kennst du, Lumex? Geh mal TNT! Ja, das hast du gerade angezündet, Video. Meine Pfeile sind alle. Nein, meine Pfeile! mach langsam, Lumex! Leute, mach echt gut Schade. Alpha? Gar nichts, Lumex. Alles gut bei mir und bei dir? Ist bei dir alles gut? Du kriegst einfach ein bisschen Schaden, Alpha. Meine Rüstung ist auch heil. Ich hab die gerade extra voll gemacht. Wie sieht's bei dir aus? Naja, bei mir sieht's nicht mehr so gut aus, aber ich werde trotzdem, wenn's kämpfen sein muss. Irgendwie, ich würde auch kämpfen ohne Ente! Ohne Ente! Ja, ohne Ente! Ente, helft dir nicht, Junge! Wo ist Ente eigentlich? Mach Ente schnell! Du bist ein Feind von uns! Du bist ein Verräter, dir wird niemand helfen, Alpha. Oh, ich verliere echt gut Herzen, Leute. Warum? Ich hab kein. Ja. Ey, du hast Goldäpfel! Ich hab deinen Klartor nicht kaputt gemacht, Mann! Du warst an der Salz! Du willst einfach kein rausfliegen, das weißt du schon! Ja, dann ist es so, der kann es sowieso Müll! Wenn der kann es Müll, nimm es zurück! Wieso hab ich so viel Schaden bekommen? Ich hab echt Goldäpfel. Einfach kleines Müll! Ich glaub, der hat doch einen Check. Einfach kein Stink! Hör auf, was zu sagen jetzt! Leute? Wo ist der hin? Hä? War doch grad noch. Ey! Der ist offline! Das wird Konsequenzen haben! War der jetzt mit dem Turm oder nicht? Leute, wer war das? Warum macht man den Turm kaputt?
Was soll denn? So, Leute, haben die noch irgendwo einen Eimer? Die müssen noch irgendwo noch einen haben, bitte. Ja, haben die! Let's go, holen wir noch einen Lava-Eimer, Leute. Dann gibt es gleich den neuen Turm, Leute, freut euch schon! Und es wird gerade eh nichts mehr gefühlt auf die YouTube-Insel gebaut. Und ihr wisst, ich baue die schönsten Gebäude auf der YouTube-Insel, oder? Das wisst ihr alle! Also auf jeden Fall die mit der meisten Historie, finde ich. Ihr wisst das doch, Leute. Was hat Alpha City erlebt? Was hat Steintown erlebt? Oder wie das alles hieß? Der alte Alpha Tower, die Alpha City, die großen Gebäude. Das ist immer so viel passiert und da gab es immer die meiste Action. Deswegen müssen wir das direkt wieder bauen, Leute. Weil das geht überhaupt nicht klar. Wir brauchen was Schöneres. Und die Ruinen lassen wir, Leute. Würde ich sagen, lassen wir. Das ist ein Zeichen von der YouTuber-Insel. Dafür, dass wir Krieger sind. Dafür, dass wir niemals aufgeben, Leute. Wir lassen es einfach so stehen und bauen einfach drüber. Das wird, glaube ich, sehr gut ankommen, Leute. Weil ich habe gesehen, da war noch irgendwo eine Kiste. Ja, mit 1000 Blöcken. Die können wir nehmen, Leute. Weil wir brauchen sehr viele Blöcke. Wirklich sehr viele. Haben die eine Energy-Chest, damit ich Pythons wegpacken kann? Ich glaube nicht. Egal, Leute. Wir können ja dann wieder hochschwimmen. Wird, glaube ich, kein Problem sein. Let's go, Leute. Wir bauen den schönsten Turm. Der wird jetzt einfach noch viel größer als der sein, Leute. Ich glaube, ich wollte sogar noch höher, wenn es geht. Dann werden alle happy sein. Wie machen wir das jetzt am besten, Leute? Wir müssen uns wirklich auf der Mitte hochbauen. Von den beiden. In der Mitte, meine ich. So, und zwar ist das hier. Heute zeige ich euch, Leute, wie man das schnellste, größte, beste und sicherste Minecraft-Haus baut. Oder sind wir in der Mitte? Jetzt. Let's go. Doch nicht. Jetzt, Leute, hochbauen! So, Leute, ich habe schon jetzt angefangen zu bauen und guck mal, das geht jetzt hier 20 Blöcke lang. Das geht, glaube ich, jetzt richtig schnell, wenn wir hier gleich fertig sind. 20 Blöcke in die Richtung und ich glaube, wir kommen hier überall dran vorbei, Leute, das ist ganz wichtig. Wir wollen ja über den Türmen sein. Du hast noch 20 Blöcke in die Richtung. Wie viele sind hier schon? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20! Ja, und das perfekt auch drüber, sehr gut! Leute, wir kommen perfekt drüber. Sehr nice! Leute, es wird ein Riesenturm. Oh nein, wenn die YouTuber online kommen. Ich weiß schon, wie deren Reaktion sein werden. Oh nein, nur 20 habe ich jetzt auch erreicht. Let's go. Sieht sehr gut aus. Ich glaube, ich müsste nur die Blöcke da abbauen, weil ich glaube, die könnten hier ein Problem werden. Vielleicht fließt dann die Lava da so vorbei. Das war überhaupt nicht gut. Ich lasse es lieber hier schnell am besten machen, Leute. Nicht, dass sie gleich Komplikationen gibt. Ich glaube, den YouTubern wird es sicherlich gefallen, Leute. Seht schon. Das wird alles übernehmen. Das sieht man von hier sogar. Die Alpha-Burg. Oha, die ist da hinten. Man sieht die. Ja, die mir ehemalige Alpha-Burg. Genau. So, Leute, ich habe jetzt euch lange nichts gezeigt, wie das hier aussieht. Leute, guck mal. Ich habe das hier schon verbunden. Und ich baue das immer weiter nach oben, Leute. Das geht relativ schnell. Meine Blöcke sind schon fast leer. Das heißt, ich muss gleich wieder nach unten gehen. Aber es geht richtig schnell. Ich darf keinen YouTuber aufhalten, Leute. Deswegen, ich baue so schnell, wie ich kann. Ich muss auf jeden Fall im jetzigen Video noch in den nächsten paar Minuten fertig kriegen. Und das werde ich auch. Deswegen sprinte ich so, Leute. Nicht, dass hier gleich noch einer hinkommt und mein Plan verhindert. Das darf nicht passieren. So, hier müssen... Oh, nicht runterfallen, Leute. So, let's go. Wie viele haben wir noch? Wir haben genug, Leute. Das wird das perfekte Projekt hier. So, die nächste Stufe. Bis wir ganz oben sind. Oh, das wird, glaube ich, echt kurz was dauern. Aber ich mach kurz weiter. Und zack, Leute, das war mein letzter Erdblock. Ein Blackjack war hier gerade kurz, Leute. Ah, der kommt doch wieder hoch. Bleib weg, Blackjack. Lass mein Turm in Ruhe. Leute, ich muss schnell noch mehr Erde holen. Lass meinen Turm in Ruhe. Da, er muss mich hier in Ruhe lassen, Leute. Ja, er verschwindet, oder? Weil er weiß, dass ich komme. Der Verkleid ist unbesiegbar, Leute. Jetzt will ich mal von unten gucken. Oh, war gar kein Wasser. Oh, ich war fast draufgegangen. Hätte ich die Schuhe nicht gehabt, wäre ich am Ende gewesen. Wow, das wird riesig, Leute. Let's go, Leute. Warte mal, lass uns mal noch weiter gucken. Oh, Leute, die YouTuber werden sich bestimmt richtig aufregen. Wow! Der ist echt doppelt so groß, Leute, wie der. Da kann ich in so eine riesen Halle reinbauen, Leute. Wo ich dann hier überall Fenster reinmache. Und dann kann ich über die ganze Stadt wieder gucken. Nice, Leute. Die wollten in meinen ersten Turm springen. Das können die vergessen, Leute. Jetzt brauche ich einen noch größeren. Und wenn ihr den sprengt, Leute, dann baue ich wieder noch einen größeren, Leute. Ich bin unaufhaltsam. Die können die Türme zerstören, wie die wollen. So, Leute, haben wir genug. Ja, okay. Let's go, lass wieder weiter hoch. Bin schon fast fertig, Leute. Ich darf echt nicht aufgehalten werden. So, ich hoffe, der geht da nicht hoch, Leute. Ist er noch hier? Muss wirklich aufpassen. Oh, oh. Zack. Und hoch da.
Weiter geht's, Leute. Ich war noch nie so motiviert beim Bauen. Okay, Leute. Seid ihr bereit? Ich hab's richtig schnell gebaut. Es ist sogar dunkel geworden, Leute. Aber ich hab's so schnell gemacht, wie es geht. Ich sehe gerade die Aufnahme ist mal 30 Minuten. Also, wir haben gerade ungefähr 30 Minuten gebraucht für das hier, Leute. Mein neues Haus wird gleich stehen. Schaut euch das hier an, Leute. Alles schön gerade, Leute. Also, wer sagt, dass das hier nicht schön ist, der hat keine Ahnung, Leute. Wirklich, das so genau. Jeder Block ist perfekt. Auf jeder Linie richtig. Da wird jetzt halt nur viel Cobblestone sein, aber das können wir noch später setzen, Leute, durch einen anderen Stein. Oh, Verglan! Eigentlich muss Enton so mit dabei sein, aber Leute, ich habe keine Zeit. Jetzt kommen durch andere YouTuber und machen ihr Auge. Das darf nicht passieren, wir müssen ihn schnell platzieren. So, Leute, schnell hoch hier. Und zack! Und oh, jetzt kommt sogar die Sonne raus. Let's go, Leute! Für die YouTuber, zack! Let's go! Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Die Lava muss eigentlich perfekt überall runterfließen. Und dann platzieren wir das Wasser. Bitte, Leute, funktioniert's. Bitte, bitte, bitte. Ich hoffe, ich habe alles richtig ingeniert. Leute, ihr wisst ja, ich bin nicht nur einfach kein Anführer, ich bin Ingenieur hier zwei. Okay, Bro, seht ihr mal, was hier ein Minecraft-Profi, was es alles bedeutet, Minecraft-Profi zu sein, ja? Man kann auch richtig bauen. Das muss hier gleich weg, ganz vorsichtig schon mal. Kann das da weg? Das kann auch weg. Und nicht, dass hier gleich die Blöcke im Weg sind und das Cobblestone nicht spawnt. Ich baue hier schon mal. Warte mal, wie komme ich eigentlich gleich runter, Leute? Kriegen wir doch hin. So, das bauen wir schon mal ab. Damit hier gleich wirklich nichts im Weg ist. Und der muss genau da drüber platziert werden. Das ist auch wichtig. Dann ziehen wir den nochmal hier hin. So. Und dann kann er, glaube ich, ohne Probleme alles spawnen. Wo das. Boah, das hat sich gerade so angehört, als wäre da schon Wasser am Fließen. So, Leute. Sieht, glaube ich, gut aus. Nochmal vom Weiten. Ja, Leute, das ist genug Abstand. Obwohl, ich brauche das Wasser ja gar nicht mehr. So, ich nehme doch den Eimer. Dann kann ich hier schon mal alles sogar wegmachen. So, dann wird hier gar nichts Stress machen. So, Leute. Seid ihr bereit für den neuen Tower? Ihr seid die Ersten, die es sehen. Weil kommen die YouTuber und beschweren sich. Ich bin schon gespannt, Leute. So, ich baue mal noch eins höher. Das weg. Das da weg. 3, 2. Ist überhaupt schon ganz unten. Leute, ich weiß noch gar nicht. Ich würde sagen, wir warten lieber noch mal ein paar Sekunden. Okay, Leute, ich habe genug gewartet. Die Zeit ist um. 3, 2, 1. Let's go. Verklan. Nein, ist schon wieder der Lava-Block weg. Egal. Verklan. Verklan. Oh, Leute, das Wasser muss hier noch bleiben. Leute, das ist wichtig. So. Es muss komplett nach unten fließen. Ich schwimme schon mal mit, Leute. Oh, es kann gleich sein, dass sogar der Server abschmiert, weil sie so viele Blöcke laden. So, Leute, oh, nicht runterfallen! Das ist riesig! Oha, Leute, nein! Das wird sie bestimmt so stören auf die YouTube-Insel. Oh nein! Und wie will ich da drinnen eigentlich bauen, Leute? Das wird doch auch schwierig! Wir kriegen das schon, Leute, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, warte mal. Jetzt ist vorsichtig nach unten! Ich hoffe nicht failen, weil ich bin nicht schon einmal runtergefallen. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Oh, Leute, ihr seht es auch jetzt hier mit dem Turm und alles. Ich muss hier irgendwie durch. Mit dem Dreizack. Zack. Seht ihr das, Leute? Hier ist der alte Turm. Ich hoffe, das kommt da flüssig vorbei. Leute, irgendwie hat hier was nicht richtig funktioniert. Hier war noch gar keine Lava. Nein! Schief gelaufen! Ich war doch noch nicht fertig mit der Lava, Leute. Nein! Das darf nicht wahr sein. Okay, Leute, kein Problem. Woran hat es gelegen, Leute? Ich war echt nicht schnell genug. Nein! Wir müssen einen neuen Lava-Eimer holen. Das darf nicht wahr sein. Okay, Leute, dann holen wir schnell einen neuen Lava-Eimer lieber. Let's go, Leute. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh Mann, ich glaube, die Chunks haben nicht geladen. Vielleicht deswegen, aber das ist echt riesig. Wow. Das ist der größte Steintower, den ich jemals gebaut habe. Leute. Oh nein. Oh nein. Wenn die das sehen, ich bin am Ende, Leute. Ich kann nie wieder online kommen. Da sieht man sogar noch die Pausa-Galimbo drin. Wie cool sieht das eigentlich aus? Finde ich auch cool, wenn wir das so lassen. Oh nein, Leute. Oh nein. Das wird Probleme geben. Ah, warte mal, hier gab es, glaube ich, auch so eine Lava-Farm. Muss nicht so weit schwimmen gehen. Das können wir uns schnell. So, Leute, let's go. Oh nein, das war wirklich für heute für immer die YouTuber-Insel wieder verändern. Aber ich schwimme. Das soll auf jeden Fall die Insel heute auf jeden Fall wieder verändern. Aber ich freue mich, Leute. Ist doch nice, oder? Jetzt müssen wir das irgendwie kurz anders lösen. Ich glaube, ich habe einen besseren Plan, Leute. Damit wir auch sehen, dass die Lava wirklich bis nach ganz nach unten kommt. Ihr wisst, Leute, Minecraft-Profi am Start. Für gerade eben konnte ich nichts. Sag einfach, glaube ich, wirklich daran, dass wir nicht in der Zone waren. So, aber kein Problem.
So, warte mal, den Lava-Eimer müssen wir jetzt wieder neu verpacken. Packen wir mal kurz hier rein, den Lava-Block. Zack, zack. So, dann können wir das Wasser schon mal wieder nehmen. Das muss hier nämlich weg. Das Wasser werden wir jetzt nämlich hier nebenan. Das darf auf jeden Fall nicht hier direkt am Turm sein. Müssen wir mal ganz kurz komplett an den Rand gehen. Das müssen wir auch gleich sofort wieder abbauen. Hier darf gleich nichts im Weg sein. Das müssen wir hier drauf. Die können wir auch wieder wegmachen. So, Leute, dann können wir hier gleich nämlich Wasser runterfließen lassen ohne Probleme. Weil dann können wir gleich einfach ganz schnell wieder hier hochkommen. Falls dann die Lava dann ganz unten ist. Ich würde sagen, hier kommt jetzt das Wasser hin. So, richtig. Müssen wir schnell einmal darüber. Aua! Jetzt können wir hier oben am besten. Die Lava können wir eigentlich jetzt schon mal platzieren. Ich muss hier oben nur noch eine Plattform machen, damit ich hier sicher wieder drauf komme. Leute, eigentlich wollte ich nach Autobahn bauen. Aber ihr wisst, in der YouTube-Insel passiert hier wirklich von Tag zu Tag irgendwas anderes krasses. Und die haben das hier einfach komplett gesprengt. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Deswegen muss ich das jetzt hier bauen. Die brauchen das. Die wollen das. Hätte nämlich einfach in Ruhe gelassen. Dann hätte ich einfach hier schöne Sachen für die YouTuber-Insel gebaut. Aber ich meine, das ist auch schön. Aber nicht schön für die. Aber das sind halt die Konsequenzen. Konsequente, Alter. Let's go. Oh, ich komme nicht ran. Wir müssen einen Block runter. So, Lava, fließ wieder los. So, jetzt wird es aber sicher funktionieren. Wir kommen jetzt zum Wasser. Leute, wir müssen uns beeilen! Schnell! Plattform reicht ja, glaube ich, da vorne. Wenn nicht, dann müssen wir gleich in Lava schwimmen. Aber wir kriegen das hin, Leute. So. Jetzt müssen wir erstmal zuschauen, dass wirklich alles nach unten geht. Das kann, glaube ich, einige Minuten dauern. Aber die warten jetzt einfach hier. Leute, schaut euch das an! Wie heftig sieht das aus? Sieht so an, als würde es zur Stadt gehören, weil das so groß ist. Als würde das direkt hier auch mitstehen. Aber steht's gar nicht. Das ist da hinten. Leute, wie heftig ist das? Aber so, die Lava sollte jetzt endlich ganz unten sein. Ich habe richtig lange gewartet. Habe nochmal schön das Ganze nochmal angeguckt. Ich find's perfekt. Ich sag euch ehrlich, das ist nicht schön für dich. Hat keine Ahnung vom Geschmack. So, Leute, die Lava ist unten. Wir können das Wasser jetzt endlich platzieren. Let's go, Leute. Jetzt müssen wir halt diesen Turm wieder hochgehen, wie es mein Plan war. Wie machen wir das mal? Wir müssen es schaffen, von diesem Turm... Oh, oh. Zum den Turm da hinten rüber zu springen. Leute, soll ich mich lieber rüberbauen? Das war sicherer, das machen wir. Das geht auch richtig schnell. Wir haben jetzt Swift Sneak, Leute. Swift, wie heißt das? Swift Sneak, genau. Damit geht's ja perfekt. So, wir sind da, Leute. So, jetzt aber bauen wir den einfach kleinen Turm. Let's go! Die Lava ist schon wieder weg. Egal. Let's go, Leute. Aufwackeln! 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 Das Wasser lassen wir da. Was ist los? Also, wir müssen schnell runterschwimmen. Wir müssen hier alles mitbekommen. Es muss allen! Oh, was ist runtergefallen? Ganz vorsichtig. Obwohl, warte mal, ich kann doch hier einfach rüberspringen. Zack! So, Leute, jetzt sind wir sicher. Leute, schaut euch diesen Schatten an. Wie riesig ist der Schatten von meinem Gebäude? Oh nein. Leute, das ist perfekt. Das ist einfach nur Kunst. Leute, ich habe hier einfach wirklich auch dran lange Gedanken gemacht, wie ich den bauen will. Und jetzt ist er perfekt. Oh nein, Leute. Oh nein. Oh nein. Das wird gefährlich. Leute, ich glaube, es hat fertig geladen. Ja! Let's go. Jetzt müssen wir nur noch hochgehen. Und Leute, das ist echt zu groß. Ich bin so wirklich jetzt auf die Reaktion gespannt. Von jedem, auch von den Zuschauern und von den YouTubern. Das ist bestimmt richtig witzig. Leute, lass hier noch einmal kurz hoch und das da alles abbauen. Das bauen wir als erstes, aber ich würde sagen, das hier. So, weg damit. Dann den Wassereimer wegmachen. Dann können wir da hochgehen. So, und dann den Rest hier abbauen. Let's go! Und ich sag euch ehrlich, wir haben es geschafft. Wir als Community, wir haben es dir nochmal richtig gezeigt. Wo es hier auf der YouTuber-Insel... Ah, lang geht's! So, Leute, wie viele Blöcke haben wir noch eigentlich? Ich weiß es ja gar nicht. Und... Let's go, Leute! Haben wir ein Flatblock? Ah! Egal, Leute, das Wasser verschwindet. Sehr nice. So, hier unten habe ich schon gesehen, ist leider eine kleine Macke. Warum auch immer. Aber nicht schlimm, Leute, nicht schlimm. Die Delle können wir beheben, kein Problem. Leute, das sind hier voll viel Plastik. Oh nein, die werden sowas von sprengen. Aber die werden so viel TNT dafür brauchen, Leute, das kann ich doch gar nicht aufbringen. Oder? Wie viel TNT braucht man für dieses Gebäude? Das wird doch... Bestimmt 10 Sticks. Hä? Das ist doch Lava. Da hier ist irgendwas schiefgelaufen, Leute. Oh, das geht nicht gut. Und sind da Löcher, Leute. Und hier auch. Nein! Was ist denn hier passiert? Auf der Seite ist er komplett schiefgelaufen. Hä? Ach, hier war der alte Turm. Vielleicht deswegen. Oh, nein.
Oh, das müssen wir auf jeden Fall reparieren. Sieht nicht gut aus. Ach, da ist der alte Turm, Leute. Da, seht ihr das? Oh, ich dachte, ich hätte ihn schon groß genug gebaut. Aber anscheinend doch nicht. Egal. Was schon, Leute, so sieht es sogar noch cooler aus. Oh nein, Leute, guckt euch das wirklich an. Oh nein. Und diesmal will ich aber auch eine Base reinbauen, Leute. Diesmal machen wir das. Okay, Leute, ja, die Löcher hier auf jeden Fall müssen wir zumachen, aber... Der Rest sieht sonst ganz gut aus. Vor allem von dir. Schau ich an. Ich finde, das sieht so mächtig aus, Leute. Und Leute, wissen wir, was mir gerade auffällt, Leute? Powerbagger steht jetzt komplett im Schatten. Oh nein. Weil da die Sonne ist, Leute. Die geht ja da auf oder unter. Keine Ahnung. Oh, schau ich das an. Hier ist wirklich alles dunkel jetzt. Oh nein. Das wird, glaube ich, Ärger geben, Leute. Das wird, glaube ich, Riesenärger geben. Okay, kommt jetzt die Sonne wieder ein bisschen raus. Aber das war's hier mit. Oh nein. Es wird Ärger geben. Leute, ich würde noch sagen, wir holen noch einmal kurz Lava, weil da war noch diese eine Stelle nicht so ganz schön. Ich will die noch mal ganz kurz reparieren. So, ich zeig euch, welche ich meine. Weil ich finde das echt nicht schön, Leute. Wenn, dann muss es komplett fertig sein. Da darf nicht einfach so ein Loch drin sein, Leute. Nämlich da, wo ihr es eben gesehen habt. Hier war ja das Riesen. Ey, da ist sogar noch TNT. Und das schon jemand sprengen, Leute? Das ist doch vom neuen Turm oder ist doch vom alten Turm? Ich glaube, das ist noch vom alten Turm. Okay. So, hier die Stelle müssen wir auf jeden Fall zumachen, Leute. Das heißt, ich muss hier mit Wasser hoch. Leute, und was ist hier? Ich wollte gerade kurz ein Wasser immer holen. Hier sind einfach Fallen. Mit TNT. Das wurde jetzt gebaut. Ich dachte, das war schon älter. Blackjack, der war eben hier, Leute. Vielleicht war das Blackjack, das der Drache geben. Hier ist noch mit TNT. Habe ich das gerade eben alles nicht gesehen? Ist er vielleicht noch hier? Und ich muss aufpassen. Vielleicht läuft hier noch überall rum. Und greift mich gleich an. Ich muss wirklich aufpassen. Und das Loch müssen wir jetzt schnell schließen, Leute. Wie viele Blöcke sind das? Drei, oder? Das sind drei Blöcke, die machen wir zu, oder vier. Die drei, perfekt. Hier oben haben wir das Problem nicht. Aber wo fängt das an? Ich muss mal genau gucken, Leute. Wo geht das hier los mit dem Loch? Leute, hier ist jetzt Baustellen einfach. Das reparieren wir noch. Wo wir das Projekt hier beenden dürfen. Ab hier geht's los. Würde ich sagen, beheben wir das wirklich ganz schnell. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, ich muss hier einfach Lava einmal reinpacken und dann wird es da runterfließen, oder? Ich will aber, dass es hier auch noch runterfließt. Müssen wir das hier, glaube ich, auch mit abbauen. Ja. Und dann soll das Problem, glaube ich, gleich gelöst sein. So, Leute, jetzt ist es ganz unten angekommen. Und jetzt nehmen wir das Wasser von hier und machen es rüber nach... Wasser hin? Hä? Das Wasser genommen? Leute, wo ist es? Hä? schnell wieder hoch, bitte, 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 bitte. Hier ist ein Wassereimer, ich habe zwei Eimer. Ach so. Okay, nehmen wir die Lava wieder weg und platzieren schon das Wasser. So, Leute. Das funktioniert. Ja, sieht gut aus. Dann sollte das Problem gelöst sein. Hoffe ich doch. Schauen wir nochmal. Ja, Leute, man sieht kein Loch mehr. Der Turm ist perfekt, Leute. Lasst ein Abo, damit ihr keine weiteren Folgen von der YouTube-Insel verpassen wollt. Lasst ein Like, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann würde ich sagen, seid gespannt auf die nächste Folge. Tschüss.